Kapitel 3 der Vorlesung Information Retrieval. Indexing. Grundlagen des Indexings. Definition 1. Index. Ein Index ist ein Hilfsmittel, das systematisch Themen oder Eigenschaften von Dokumenteinheiten zeigt, um ihr Auffinden zu unterstützen. Die Funktion eines Indexes ist, seinen Nutzerinnen und Nutzern einen effektiven Weg bereitzustellen, Dokumenteinheiten für Anfragen zu lokalisieren, die relevant für ihre Informationsbedürfnisse sind. Diese Definition basiert auf einem Standard der National Information Standards Organization, NISO, oder auch NISO, einem Institut, das vom American National Standards Institute, ANSI, oder auch ANSI, beauftragt wurde, einen allgemeinen Standard für die Konstruktion und Formatierung von Indexen zu entwickeln. Die nachfolgende Diskussion zeigt auf, dass die den Suchmaschinen zugrunde liegenden Techniken eine Operationalisierung von bewährten Prinzipien der Indizierung von Dokumenten sind. Ein einfaches Beispiel sind Indexe, wie sie oft am Ende von Sachbüchern oder anderen langen Dokumenten zu finden sind. Im Standard werden jedoch auch digitale Indexe berücksichtigt, also der Datenstruktur, die die Grundlage von Suchmaschinen bildet. In einem Buch enthält ein Index eine alphabetisch sortierte Liste an Stichwörtern, sogenannte Indexterme. Der Autor oder die Autorin des Buchs hat angenommen, dass Leserinnen und Leser früher oder später schnellen Zugriff auf die Kapitel des Buches benötigen, auf denen es um die Themen der jeweiligen Terme geht. Jedes Kapitel des Buchs ist seine eigene Dokumenteinheit. Die alphabetische Sortierung der Terme ermöglicht es Lesern, schnell nachzusehen, ob für einen Term ein Eintrag vorhanden ist. Wird das Thema eines Terms an verschiedenen Stellen im Buch besprochen, besteht die Möglichkeit, dass die Gründe hierfür explizit im Index angeführt werden. Zum Beispiel wird das Thema, das mit dem Term Vokabular umschrieben werden kann, gemäß des gezeigten Indexes in verschiedenen Kontexten auch in Relation zu verwandten Begriffen diskutiert. Die weitere Differenzierung der jeweiligen Stellen, an denen über das Thema Vokabular gesprochen wird, erlaubt dem Leser, einen noch schnelleren Zugriff auf die richtige Stelle, ohne alle Vorkommen im Buch nacheinander durchgehen zu müssen. Es werden eine Reihe von Anforderungen an Indexe gestellt. Nahezu alle Anforderungen gelten im übertragenen Sinn auch für die Indexe von Suchmaschinen. Erste Anforderung: Identifikation von Dokumenteinheiten, die bestimmte Themen behandeln oder bestimmte Eigenschaften aufweisen. Der Begriff Dokumenteinheit wird gleich noch ausführlicher besprochen. Kurz gesagt, handelt es sich um Dokumente oder Teile von Dokumenten. Es muss gemäß dieser Anforderung also klar sein, nach welcher Art Dokument gesucht werden können soll. Zweite Anforderung: Kennzeichnung aller wichtigen Themen und Eigenschaften der Dokumente in hinreichender Ausführlichkeit. Dritte Anforderung: Unterscheidung zwischen haupt- und nebensächlichen Diskussionen der Themen bzw. der Vorkommen der interessierenden Eigenschaften. Es ist also die Frage zu klären, für welche Themen ein Dokument gefunden werden soll. Und da in Texten oder auch Bildern nicht jedes verhandelte oder genannte Thema immer im Vordergrund steht, würde es Nutzerinnen oder Nutzer eines Indexes eventuell überfordern, auf alle Vorkommen eines Themas, unabhängig von ihrer Wichtigkeit, verwiesen zu werden. Die Wichtigkeit des Vorkommens eines Themas muss eingeschätzt und die Vorkommen dementsprechend einsortiert werden. Dies kann eine binäre Einschätzung der Wichtigkeit sein, also wichtig oder unwichtig, aber auch eine graduelle oder quantifizierte. Vierte Anforderung: Bereitstellung des Zugriffs unter Verwendung von Themen oder Eigenschaften, die avisierte Nutzerinnen und Nutzer verwenden. Fünfte Anforderung: Bereitstellung des Zugriffs unter Verwendung von Themen oder Eigenschaften, die in den indizierten Texten verwendet werden. Die vierte Anforderung ist von entscheidender Bedeutung, da sonst Nutzerinnen und Nutzer Schwierigkeiten haben, den Index zu verwenden. Stellen Sie sich ein Fachgebiet wie die Medizin vor, bei der es sowohl zahlreiche lateinische und griechische Fachbegriffe als auch umgangssprachliche Umschreibungen gibt. Die Autorin eines Index muss dann für jeden Begriff antizipieren, wonach die Leser vermutlich suchen werden. Für digitale Indexe gilt diese Anforderung umso mehr, als dass die Einträge des Index nicht notwendigerweise in Reihenfolge gesichtet werden können.
Die fünfte Anforderung hingegen stellt sicher, dass Fachkundige ebenfalls Zugang finden. Denn die Autorinnen und Autoren von Dokumenten haben sich ja etwas dabei gedacht, bestimmte Begrifflichkeiten zu verwenden. Diese beiden Anforderungen sind nicht gegenläufig. Denn mit ein wenig Aufwand können ja mehrere Einträge im Index erstellt werden, die unabhängig oder mit Verweis aufeinander auf die Unterschiede im Vokabular hindeuten. Sechste Anforderung: Benutzung von Terminologie, die so spezifisch ist, wie die Dokumente es erfordern und die Anfragesprache es zulässt. Diese Anforderung verweist auf den möglicherweise nötigen Ausgleich zwischen den von Dokumenten erforderten und der von Suchenden benötigten Spezifizität. Nicht alle Fachbegriffe können immer auch umschrieben werden oder sollten es gegebenenfalls auch nicht, um Suchende nicht zu verwirren. Siebte Anforderung: Bereitstellung von Synonymen und äquivalenten Termen. Achte Anforderung: Verweise auf verwandte Terme. Diese Anforderungen erweitern die Zugriffsmöglichkeiten und erlauben Suchenden, schon beim Studium des Index die Zusammenhänge der Begrifflichkeiten zu erlernen. Während es für menschliche Autorinnen und Autoren mit etwas Mühe ein leichtes ist, ihre Indexe dahingehend anzureichern, stellt dies für Suchmaschinen eine größere Herausforderung dar. Neunte Anforderung: Bereitstellung von Kombinationen von Stichwörtern, um den Zugriff auf Typen oder Aspekte von Themen oder Eigenschaften von Dokumenten unter Eliminierung unerwünschter Typen oder Aspekte zu ermöglichen. Für Indexe in Büchern bedeutet das, dass Autorinnen und Autoren sich mit großer Mühe im Vorhinein überlegen müssen, welche Kombination von Stichwörtern ebenfalls von Leserinnen und Lesern gesucht werden und diese entsprechend zu hinterlegen. Bei Suchmaschinen besteht das Problem nicht, denn gemäß der 10. Anforderung bietet der digitale Zugriff Möglichkeiten für die Suche, die mit einem Index in einem Buch nicht zu bewerkstelligen sind. 10. Anforderung: Bereitstellung eines Mittels zur Suche nach bestimmten Themen oder Eigenschaften im Index durch geeignete Darstellung oder auch durch eine Methode zur Eingabe, Kombination und Modifikation von Termen, um Suchanfragen zu erzeugen und Suchergebnisse zu betrachten. Oder, für unseren Fall anders ausgedrückt, Bereitstellung einer Suchmaschine. Definition 2: Dokument und Dokumenteinheit. Ein Dokument ist ein Medium, auf dem eine Nachricht kodiert ist, also die Kombination aus Nachricht und Medium. Eine Dokumenteinheit ist ein Dokument, ein Segment eines Dokuments oder eine Sammlung von Dokumenten, auf die die Einträge eines Index verweisen. Bei Dateien auf digitalen Medien ist das physische Medium, also die Festplatte oder Speicherkarte, üblicherweise nicht das Medium eines Dokuments, denn auf Speichermedien können Millionen unterschiedlicher Nachrichten gespeichert werden. Stattdessen betrachten wir die digitale Datei im Dateisystem des Speichermediums als virtuelles Medium des Dokuments, also die Folge von Bits auf dem Speichermedium, die die Datei repräsentiert. Im einfachsten Fall entspricht eine Datei einem Dokument, was unter anderem bei den meisten Webseiten, PDF- und Word-Dateien der Fall ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass eine Datei viele Dokumente enthält, wie es zum Beispiel bei ZIP-Archiven, E-Mails mit Attachments und auch bei Sammelbänden der Fall ist. Andersherum können auch viele Dateien zusammengenommen auch ein einzelnes Dokument repräsentieren, wie es oft bei paginierten Webseiten der Fall ist. Nachrichtenseiten teilen lange Artikel auf mehrere Webseiten auf. Die Darstellung von Vortragsfolien wird oft ebenfalls über viele Webseiten verteilt und die Beiträge in Forendiskussionen ebenso. Der Einfachheit halber wird bei den meisten Suchmaschinen jedoch jede Datei als eigenes Dokument interpretiert. Dokumente und Dokumenteinheiten stehen in einem analogen Verhältnis. In den meisten Fällen werden Dokumente und Dokumenteinheiten gleichgesetzt. Für spezielle Indexe muss dies jedoch nicht gelten, wie am vorigen Beispiel des Buchindexes gesehen. Hier sind die Kapitel eines Dokuments die Dokumenteinheiten, nach denen Leserinnen und Leser suchen. Genauso sind Suchmaschinen für einzelne Kommentare als Dokumenteinheiten, Forenbeiträge und Argumente denkbar. Selbst Absätze, Sätze und einzelne Wörter können als Dokumenteinheiten betrachtet werden. Um in der Folge die Sprechweise nicht weiter zu verkomplizieren, sind beliebige Dokumenteinheiten mit gemeint, wenn wir von Dokumenten sprechen.
Definition 3. Vokabular, Terminologie, Indexterm. Ein Vokabular ist eine Sammlung von Wörtern und Phrasen. Die Terminologie eines Indexes ist eine Sammlung von Indextermen. Ein Indexterm oder auch Term ist ein ausgewähltes Wort oder eine ausgewählte Phrase aus einem Vokabular oder davon abgeleitet und wird in einem Index verwendet, um ein Thema oder eine Eigenschaft eines Dokuments zu repräsentieren. Quellen für Vokabulare sind die zu indizierenden Dokumente, die Nutzerinnen und Nutzer des Index, Expertinnen und Experten und ausgebildete menschliche Indexer, vorher zusammengestellte Vokabulare. Die beiden wichtigsten Vokabulare sind einerseits das Vokabular, das sich aus der Vereinigung aller Wörter und Phrasen der zu indizierenden Dokumente ergibt, und andererseits das Vokabular, das alle Nutzer und Nutzerinnen des Index für die Formulierung von Anfragen verwenden. Die übrigen beiden Quellen sind zwar in Spezialfällen denkbar, aber in der Praxis des Suchmaschinenbaus eher unüblich. Gerade Expertinnen und Experten zu beauftragen, kontrollierte Vokabulare zu erstellen, ist sehr teuer. Da die Vokabulare von Dokumenten und Nutzern nicht notwendigerweise deckungsgleich sind, obwohl sie sich üblicherweise stark überlappen, ist es nötig, eine einheitliche Terminologie für den Index zu vereinbaren. Alle Wörter und Phrasen der Vokabulare von Dokumenten und Nutzern werden auf Terme der Terminologie abgebildet. Die Abbildung kann beispielsweise eine Normalisierung der Wörter beinhalten. Indexterme müssen nicht zwingend eine korrekte Schreibweisung von Wörtern beinhalten. Dies ist nur für Indexe wichtig, die direkt angezeigt oder gedruckt werden sollen. Für Suchmaschinen genügt ein eindeutiger String. Die Abbildung der Wörter auf Indexterme soll bedeutungsgleiche Wörter auf denselben Indexterm abbilden, wohingegen zwei bedeutungsungleiche Wörter auf unterschiedliche Indexterme abgebildet werden sollen. Kommen beispielsweise im Dokumentvokabular die Wörter statistical und statistically vor und im Vokabular der Nutzerinnen und Nutzer das Wort statistics, könnten alle drei auf den einheitlichen Indexterm Statistik abgebildet werden, um sicherzustellen, dass alle Dokumente, die die erstgenannten Varianten des zugrunde liegenden Konzepts Statistik enthalten, auch mit dem vom Nutzer gewählten Begriff Statistics gefunden werden können. Bei der Abbildung von Wörtern auf Indexterme müssen eine Reihe linguistischer Phänomene berücksichtigt werden. Darunter Wortarten, also Parts of Speech, die Schreibweise von Wörtern und gegebenenfalls die automatische Korrektur von falsch geschriebenen Wörtern. Ob Groß- und Kleinschreibung eine Rolle spielt, was bei Suchmaschinen aber oft nicht der Fall ist. Der Umgang mit Singular- und Pluralform. Zusammengesetzte Wörter, wie sie insbesondere im Deutschen, aber auch in anderen Sprachen auftreten. Das Vorkommen von Namen. Homographen, also gleichgeschriebene Wörter, die unterschiedliche Bedeutungen haben. Synonyme und äquivalente Terme, inklusive umgangssprachlich gleichgesetzte Terme, die aber fachlich unterschiedliche Bedeutungen tragen. Hierarchische Relationen unter Wörtern sowie zahlreiche andere mögliche Relationen, wie Teil-Ganzes-Beziehungen. Und die Veränderung von Wortbedeutungen über die Zeit. Des Weiteren ist gerade für Suchmaschinen die Gewichtung von Wörtern von besonderer Bedeutung, um zu quantifizieren, welche Wörter für ein Dokument besonders wichtig sind und welche weniger. Um Indexterme aus Dokumenten abzuleiten, werden grundlegende Methoden der Verarbeitung natürlicher Sprache eingesetzt und eine Verarbeitungspipeline implementiert. Die Pipeline nimmt als Eingabe Dokumente entgegen und gibt eine Menge an Indextermen aus. Zunächst wird aus dem Dokument der Inhalt in Form von Text extrahiert, anschließend der Text tokenisiert und daraufhin jeder Token einzeln normalisiert. Die Normalisierung geschieht durch Stemming oder Lebertisierung. Gegebenenfalls werden Wörter per Entfernung von sogenannter Stoppwörter aus der Pipeline entfernt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, auch die nicht normalisierten Wörter an der Pipeline vorbeizuschleusen und sie als Indexterme aufzunehmen. Die Anfragen, die Nutzerinnen und Nutzer an einen Index stellen, sind vornehmlich Stichwortanfragen. In herkömmlichen Indexen wird davon ausgegangen, dass die Nutzer sich auf die Terminologie des Index zubewegen. Diese Annahme wird jedoch in modernen Suchmaschinen nicht mehr gemacht.
Stattdessen werden auch Anfragen, die als Fragen formuliert sind, oder Beispielanfragen mit Fließtext zugelassen. Die Suchmaschine verarbeitet alle eingehenden Anfragen zunächst mit einer ähnlichen Verarbeitungspipeline wie die für Dokumente. Das soll sicherstellen, dass das Vokabular der Nutzer und Nutzerinnen auf die Terminologie abgebildet werden kann. Die Verarbeitung von Fragen und Beispieltext als Anfragen erfordert jedoch noch weitere Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Semantik der Anfragen gut erfasst werden kann. Diese Fälle berücksichtigen wir zunächst nicht weiter, sondern setzen voraus, dass alle Anfragen Stichwortanfragen sind, wobei alle Stichwörter erfolgreich auf ihre Indexterme abgebildet werden können.